Was auch gerade eben immer, also was auch immer gerade eben die Internetverbindung gekappt hat oder meine Serververbindung, keine Ahnung, ich bin jetzt auf einem neuen. Die Katze ziehen ist vielleicht weg. Ja. Schade. Auf jeden Fall ist unser Schwarzgeist etwas größer geworden. Komm mal was. Also gerade eben hatte er noch ein paar Punkte mehr hier unten runter. Er hatte ein bisschen was Energie hier von den von dem Schwarzdrachen bekommen. Und wo darf es jetzt hin? Nochmal mit ihm reden, ne? Und jetzt machen wir den Boss, Feigling Beak. Ich glaube, hier können wir runter. Upsi! Das war nicht so geplant. Ah, okay. Doch geschafft. Ich hatte gedacht, das endet irgendwie ungesund. Aber okay. Nehmen wir doch gerne an, so ein Geschenk, dass wir jetzt noch auf zwei Beinen laufen können. Ohne Heiltränke zu verbrauchen. Okay, der ist jetzt relativ schnell. Weg da, weg da, weg da. Das war Feigling Beak. Wieder ein Inventarplatz. Zeichen der Ewigkeit. Jetzt sollen wir den Ring von Sarah Lynch finden. Wie sieht es mit dem Season-Zugang aus? Stufe 23. Irgendwie möchte ich hier quer durchlaufen. Sollte doch da hinten irgendwo sein. Natürlich ist hier ein Rissboss, den lasse ich mal links liegen. Aber auf dem Weg sind noch ein paar von den Altar-Kobolden. Die bringen schön XP. Und den Stufenaufstieg. Nächstes Ziel, Level 25.
voran. Sind die Tiere eigentlich? Ja, die sollte ich füttern. Die sollte ich alle füttern. Das heißt, ich kaufe jetzt gleich mal auf dem Zentralmarkt etwas Futter. Oder beim Stallwart. Beim Stallwart geht auch. Da ist der Ring drin gewesen in der Kiste. Und da ist Sarah Lynch. Dem sollen wir den Ring bringen. Na komm. Einmal über die Wandmauer. Schuldenabbau. The tower is the problem. My pigs, at least. Gib die Geldbörse von Vollsilber Ben Lauren. Schuldenabbau. Ihr solltet vorbereitet sein. Hä? Was meint das? Tagesextrakiste. Okay. Da ist ein Stallwart. Da kann ich direkt Futter kaufen für mein Haustierchen. Ah, da war ein kleiner Leck hier. Stallwart. Ride horses in the open field. There's nothing quite like it. Mehrere kaufen. 300. Ja. Mögeleiter. Alle füttern. Mit den 300. Ja, gerne. Jetzt sind noch 130 übrig. Isabel won't be holding your head high for long. Can't be on those scoundrels. Why can't they understand that? Isabel won't be holding your head high for long. Can't be on those scoundrels. Isabel won't be holding your head high for long. Calpheon, those scoundrels. Isabel won't be holding your head high for long. Calpheon, those scoundrels. Isabel won't be holding your head high for long. Calpheon, those scoundrels. This inn used to be my property, though it's under Calpheon as of now. Is Sir Jordian the only John hope of Heidel? Guild would bring great profit to Heidel as well. Why can't they understand? Calpheon, those scoundrels. Isabel won't be holding your head high for long. Calpheon, those scoundrels. Wir sind hier fertig. Isabel won't be holding your head high for long. Calpheon, those scoundrels. Isabel won't be holding your head high for long. Calpheon. Those scoundrels. Isabel won't be holding your head high for long. Calpheon. Those scoundrels. Isabel won't be holding your head high for long. Ich glaube, wir nehmen das Ruhe. Wir sind hier fertig. Isabel won't be holding your head high for long. Calpheon. Those scoundrels. I
yours. Give it to me. No. Einmal den Würfel wieder abholen. I'm giving my best endeavors to represent Heidel. As long as you're not a Calphionian, you are welcome to stay here as long as you wish. Probleme beim Hof Moretti. It is recommended to not become enemies with me. Und das ist die Tür. Das ist die Wand. Das ist die Wand. Dieses Auto laufen manchmal. Beim Hof Moretti, da können wir das Pferd mitnehmen, vielleicht. Wo ist mein Pferd? Da ist mein Pferd. Didn't the Scarecrow attack you on your way here? Rebels in the army. They're all Heidelians. It's a pity. The wheat on this farm doesn't split. Ich werde jetzt das Pferd dort vergessen. Bin ich mir ziemlich sicher. There's no need to be lenient on the ones who betrayed their own country. Isn't that right? You rebels, I'll make you weep when you hear my name, Tito. I told you to surrender, Alrundi. I can't take responsibility anymore. You rebels, I'll make you weep when you hear my name, Tito. Vertreibt die Rebellen. Told you to surrender, Alrundi. I can't take responsibility anymore. You rebels, I'll make you weep when you hear my name, Tito. Hey, you. You. Will you send word to Sir Crewhorn that Tito needs a holiday? Diese Wegfindung. Waren das jetzt fast 20% Fortschritt, die kleine Gruppe?
Tatsache, das waren fast 10. Okay, hier kommen wir bestimmt auf Level 25. Ich sag mal locker. Jetzt noch die Fahnen. Also 5 von den Fahnen. Das Level Up haben wir schon. Jetzt gleich noch Level 25. Na komm. Sollte ja nicht so lange dauern. Ich glaube, ich kann gleich auch ein paar Talentpunkte wieder ausgeben. Nur noch 7%. Nächstes Ziel, Stufe 30. Der heult uns jetzt und dann fallen wir hier wieder raus. Doch nicht gehauen. Hätten auch nichts mehr aus. Ha!
Da steht noch ein Wachturm. Hier sind noch ein paar Vorräte. Und jetzt brauchen wir noch einen Wachturm. Der ist da gerade gespawnt. So, jetzt wieder mit dem Schwarzgeist reden. Das sieht aus wie weitermachen. Ein armseliger Haufen.